Heute unterhalte ich mich mit einem prominenten Heilpraktiker, mit Uwe Karstedt. Ein Mann, der nicht nur heilen, sondern auch schreiben kann, und zwar Bestseller, beinahe einen nach dem anderen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass Uwe Karstedt einer der einflussreichsten deutschen Heilpraktiker ist, weil nämlich viele Kollegen und sogar Ärzte die Themen, die er so einfach mal aus der Hand in den Raum wirft, gerne aufgreifen. Sein erster Bestseller, das war Entgiften statt Vergiften. Und das hat etliche Patienten dazu geführt, sich mit Entgiftungsmethoden näher zu befassen. Und vor allem hat es den Zahnärzten die Praxen gefüllt, weil die haben dann nämlich das wieder rausmachen müssen, was sie aufgrund des Starrsinns der Krankenkassenbeamten vorher in die Zähne hineingemacht haben, nämlich die Quecksilberbombe Amalgam. Dann kam das Buch Die Säure des Lebens, auch hervorgegangen aus einem Interview. Da ging es um die Altershypochlorie. Was ist das? Das ist zu wenig Magensäure. Je älter wir werden, desto weniger haben wir davon. Das hat Uwe Karstedt ins Bewusstsein gehoben, dass das ein großes Problem ist. Und zum Beispiel, Überraschung, weniger Säure führt zu Sodbrennen, kann zu Sodbrennen führen. Und dann hat er auch noch den einen oder anderen Seitenhieb auf die salzarme Ernährung zum Beispiel losgelassen oder gegen Sojaprodukte. Also er ist schon ein Mann, der Furore macht. Und nun, Herr Karstedt, nun haben Sie schon wieder ein Buch geschrieben, das mit Sicherheit Furore machen wird. 37 Grad, das Geheimnis der idealen Körpertemperatur für optimale Gesundheit. Diesmal rücken Sie der Schulmedizin sozusagen mit dem Fieberthermometer auf den Pelz. Sie sagen, 70% Ihrer Patienten, die chronische Erkrankungen haben, leiden an einer Untertemperatur. Ist ein kalter Mensch wirklich ein kranker Mensch? Das ist meine Feststellung. Die Untertemperatur, wenn man es mal überhaupt so sieht, wird ja nur von der medizinischen Fakultät, geht die erst los bei 35 Grad und weiter unten. Das heißt, das kommt eigentlich nur in Frage, wenn jemand mal in den Eisbach gefallen ist oder in der Lawine eine Zeit lang war, dann wird das ernst genommen. Aber eine Untertemperatur fängt nach all meinen Erfahrungen schon an bei einer Temperatur von 36,6, 36,7. Und die meisten meiner Patienten, die ja chronisch krank sind, das ist der Hauptstamm meiner Patienten, kommt zu mir und hat Temperaturen, die zum Teil morgens nur bei 34,5 bis in den Bereich von 36 kommen. Und da ist schon eine Hypothermie, so wird das genannt, eine Untertemperatur da. Das heißt auch, dass diese Temperaturen, wenn man damit zum Beispiel zum Arzt geht, nie festgestellt werden, nie gemessen werden, weil kein Arzt auf die Idee kommt, eine Temperatur zu messen. Jedenfalls, ich frage immer wieder nach, hat Ihr Arzt schon mal Temperatur gemessen? Niemals. Ja, heutzutage erwarten die Patienten ja Hightech in der Arztpraxis und da kann man ja nicht mehr mit dem Fieberthermometer kommen. Ja, Blutdruck wird gemessen, aber Temperaturen nicht. Das heißt auch, wenn Sie ernst genommen werden wollen, dann sollen Sie doch bitte schön mit einem gescheiten Fieber in die Praxis kommen, aber nicht mit einer für die meisten Ärzte nicht ernstzunehmenden Symptombeschreibung von wegen, ich habe kalte Hände und habe kalte Füße. Dann sagt ein Arzt, naja, dann ziehen Sie halt warme Socken an oder Sie sind halt so eine kalte Type, was soll das? Das interessiert mich nicht. Was aber passiert bei einer Untertemperatur ist, dass das vegetative Nervensystem, das heißt das unwillkürliche Nervensystem, in einen angespannten Zustand geht, in den sogenannten sympathikotonen Zustand. Diese Menschen, und das kann man sich leicht vorstellen, wenn einem kalt ist,
zieht man sofort die Schultern hoch und man ist in einer Anspannung. Man ist nicht in einer Entspannung, die man zum Beispiel dann fühlen würde, wenn man sagt, oh, Kachelofen und Wärme. Dann geht man sofort in die Entspannung und in den Parasympathikus. Das ist aber nicht nur ein Wohlfühlfaktor, sondern das heißt gleichzeitig, wenn ich in diesem Anspannungszustand bin, heißt das, dass mein Immunsystem nicht mehr optimal funktioniert. Das heißt gleichzeitig, dass meine Verdauung nicht mehr optimal funktioniert, denn meine Verdauung funktioniert immer dann am besten, wenn ich in einer Entspannung bin. Das kennen wir natürlich, deswegen wird auch immer gesagt von den Eltern oder von der Großmutter, in Ruhe essen, nicht telefonieren, nicht lesen, nicht streiten, nicht fernsehen und so weiter, sondern in Ruhe essen. Und das heißt, wir brauchen für die Verdauung einen entspannten Zustand, den wir nicht bekommen, wenn wir in einer Kälte sind. Auch zur Regeneration und zum Schlaf brauchen wir eine Entspannung. Und viele Leute kennen das, die sagen, sie gehen mit kalten Füßen ins Bett, dann können sie nicht einschlafen, solange die Füße kalt sind. Dann braucht es eine Wärmflasche oder irgendwie eine andere Maßnahme, bis ich dann irgendwann mal in eine Wärme komme und dann kann ich regenerieren und schlafen. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund für Daunendecken und all diese Dinge, dass man im Schlaf halt gerade gute Wärme braucht. Also das Fieberthermometer wieder als medizinisches Messinstrument zu Ehren gekommen bei Ihnen. Normalerweise legt man es ja weg und ist beruhigt, wenn man unter der 37-Grad-Marke ist. Die ist meistens sogar noch rot gekennzeichnet oder die modernen Digitalgeräte, die machen dann irgendeinen Alarm, wenn man dann drüber kommt und dann soll man zum Arzt gehen, steht in der Bedienungsanleitung, aber nicht, wenn es zu wenig ist. Da reagiert niemand und alle denken, ja, ist doch alles okay. Und Sie sagen jetzt, ja, aber jetzt pass mal auf, wenn du da unter diese Grenzen kommst, da könntest du krank sein, du könntest eine Kälteerkrankung haben. Also das Gegenteil einer fiebrigen Krankheit, die wir alle bisher kennengelernt haben, das gibt es Ihrer Meinung nach auch. Auf welche solche Kältekrankheiten beziehen Sie sich denn? Erstmal sollte man wissen, dass eine Fiebererkrankung immer auch heißt, der Körper hat Kraft. Wenn ich ein Fieber kreieren will, brauche ich Kraft. Und viele Menschen, die auch zu mir kommen, die chronisch krank sind, wenn ich die frage, wann war das letzte Fieber, dann gucken die zurück und sagen, oh, das weiß ich nicht genau, vielleicht 10, 20, 30 Jahre als Kind, aber kein Fieber mehr. Das heißt, ein Fieber ist auch ein Ausdruck davon, dass mein Immunsystem hochfahren kann und dazu brauche ich Kraft. Diese Erkrankungen waren früher auch Infektionserkrankungen mit hohem Fieber und so weiter, die waren gang und gäbe. Heutzutage sind es mehr die Kälteerkrankungen und Kälteerkrankungen bedeutet immer, die sind energiearm. Die Menschen haben keine Kraft mehr. Die Menschen haben kein gutes, starkes Immunsystem mehr, um ein Fieber zu kreieren, sondern sie kriegen noch eine möglicherweise erhöhte Temperatur von 37,8 und dann war es das schon. Eine Kälteerkrankung heißt immer energiearm, heißt meistens chronisch, heißt meistens verhärtend, sklerosierend, unter anderem die Arteriosklerose, aber auch Muskelverhärtungen können ein Ausdruck davon sein. Verhärtende, energiearme, kalte Erkrankungen. Und das sind dann unter anderem von dem wir heute betroffen sind, und da braucht man nur mal in die Journalien und Zeitungen reinschauen, das sind Depressionen, das ist Burnout, das sind chronische Müdigkeitserkrankungen, Blutdruckabweichungen, das ist ein sogenannter Lustverlust, sprich Impotenz, keine Lust mehr auf Sexualität, keine Kraft mehr. Und das geht dann hin bis zur Demenz, die auch eine energiearme Erkrankung ist und sogar hin letztendlich bis zu Krebs. Krebs ist eine Kälteerkrankung. Das wissen im Übrigen auch Ärzte, denn sie haben als eine der Therapien gegen Krebserkrankungen die Hyperthermie, sprich die
das künstliche Fieber kreieren, um hier einen Krebs, der sehr als eine Krebszelle ist, sehr wärmeempfindlich und hitzeempfindlich, um dagegen anzugehen. Woran liegt es denn jetzt Ihrer Meinung nach, dass 70% Ihrer chronisch kranken Patienten so eine niedrige Körpertemperatur produzieren? Ist das einfach nur eine Schwäche, die eine bestimmte Krankheit hervorruft? Schlichter Energiemangel oder gibt es da noch andere Ursachen? Einmal ist es so, dass natürlich eine Erkrankung Kraft kostet und dann kann man in diese Spirale abwärts gehen. Aber normalerweise haben diese Kälteerkrankungen, die hypothermiebedingten Erkrankungen, zwei grundlegende Ursachen. Das eine Mal ist es die Umwelt und da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Und das andere ist die Lebensführung. Das heißt, das eine, da können wir, weil wir in dieser Umwelt leben, meistens persönlich gar nicht so viel dazu tun. Aber trotzdem ist man aufgerufen, diese Umweltbelastung so gut wie möglich rauszunehmen. Das andere sind unsere Lebensführungen. Und auch da hat man ein gewisses Maß zur Verfügung, was man selber unternehmen kann, um dagegen anzugehen. Was heißt das jetzt Umweltbelastung? Das heißt, einmal, wenn wir hier auf die Welt kommen oder gekommen sind, ist ein Faktor zum Beispiel die Impfungen. Ja, wer geimpft wird, wird geimpft gegen eine Infektionserkrankung. Und eine Infektionserkrankung, wie ich schon sagte, ist eine Fiebererkrankung. Und die Impfungen, die dagegen gemacht werden, sind praktisch, wenn man es mal vom energetischen Standpunkt her sieht, eine Antifiebertherapie. Mhm. Und damit hat man für Jahre etwas im Körper drin, was verhindert, dass ein Fieber sich ausbreiten kann und dass wir überhaupt eine Reaktion kriegen. Und so ein Immunsystem, was so gedeckelt wird, über mehrere Male in der Kindheit, hört auf, Fieber zu kreieren und damit eine Wärme zu kreieren. Das ist mal eins, das sind diese Impfungen. Das zweite sind Medikamente. Die Medizin kommt ja von der Behandlung oder Bekämpfung von Fiebererkrankungen. Das war früher das, wo wir herkommen. Und von daher gesehen hat das ganze Arsenal an Medikamenten von der medizinischen Fakultät sind sehr stark darauf geeicht, etwas gegen Fieber zu haben. Unter anderem, sagen wir mal, Antibiotika, aber auch Antiphlogistika, das heißt Antifiebermittel, Antihistaminika, die ja auch ein Heufieber sagt schon, hier ist ein System in der Übertemperatur. Dann Cortison zum Beispiel ist ein Mittel, was eine Entzündung runterbringt, das heißt, es ist auch kaltmachend. Viele Blutdrucksenker und so weiter sind alles Präparate bzw. Arzneien, die ein Fieber senken bzw. eine Temperatur senken. Und wenn man das im Laufe seines Lebens geimpft wird und nochmal geimpft wird und da mal ein Antibiotikum und da mal ein Cortison und da mal eine Spritze und so weiter, das dämmt unsere Fähigkeit, überhaupt eine ordentliche Temperatur zu kreieren. Dann kommt dazu die Umweltbelastung, zum Beispiel über Pestizide, über Schwermetalle. Schwermetalle kühlen runter. Pestizide kühlen runter. Denn ein Pestizid macht Folgendes. Ein Pestizid verhindert ja einen Ausdruck eines, was eine Pflanze hat, um sich zu entfalten. Es wird gedämpft, das heißt, ein Lebensprozess wird gedämpft. Ein Konservierungsmittel dämpft Lebensprozesse. Und dieses Dämpfen von Lebensprozessen passiert dann auch, wenn wir die aufnehmen. Es dämpft uns runter, sprich es kühlt uns runter. Dann ist ein wichtiger Faktor ist das Klima, unser Klima, in dem wir leben. Unsere Klimazone hier ist eine für uns Menschen eine abkühlende und eine generell zu kalte Umgebung. Ja, da haben Sie ein interessantes Kapitel darüber geschrieben, über unsere Gene sind ja praktisch made in Afrika, weil der Mensch dort herkommt und dann
Manche hat es eben dann zu den Eisbären und zu den Robben verschlagen. Die müssen sich da ordentlich was einfallen lassen. Und was machen wir? Wir heizen. In unseren mittleren Breiten verheizen wir einen Großteil unserer Rohstoffe, einfach damit es uns warm genug ist, weil eigentlich die Gene des Menschen gar nicht so auf das kalte Klima fixiert sind. Also Sie sehen einen Zusammenhang zwischen dem Klima und Kältekrankheiten auch. Ja. Also eins sollte man mal ganz klar sagen. Das wird uns nicht mehr so bewusst, weil wir hier uns sehr gut angepasst haben an die Situation. Aber es ist auch sehr deutlich, wenn wir beide uns jetzt hier unsere Felle ausziehen würden und aus einer geheizten Höhle rausgehen würden, jetzt ist hier gerade Winter, wenn wir das machen und nach draußen gehen und überleben wollten, das würden wir keine paar Tage überleben. Das heißt, wir sind hier in einem lebensfeindlichen Klima. Nur weil wir uns hier angepasst haben und ständig mit rumlaufen wie die Raumfahrer, mit irgendwelchen Kapuzen auf und Mützen aus und Handschuhe an und Schal um und irgendwelche Moonboots und so weiter, dann stehen wir da und trinken heißen Glühwein. Das ist nicht normal, kein Tier macht das. Wenn wir hier leben wollten in Deutschland oder in diesen europäischen Zonen, dann müssten wir ein Fell haben oder wenigstens eine dicke Fettschicht wie ein Pinguin, damit wir uns hier wohlfühlen und hier gut leben können. Haben wir aber nicht. Und damit kommt etwas, nehmen wir etwas in Kauf, was uns oft nicht mal so bewusst ist. Wir haben zwar einen Teil davon, haben wir uns über unser Intelligenz so hergeholt, dass wir sagen, ja gut, dann ziehen wir uns halt irgendwelche Felle an oder halt irgendwelche synthetischen Klamotten. Damit passiert aber Folgendes, wir schneiden uns ab von der Sonne. Erstens haben wir keine Sonne auf die Haut, wir bilden kein Vitamin D. Und wenn wir kein Vitamin D bilden, kriegen wir alle möglichen Krankheitssymptome, weil wir hier in einem Mangel sind. Das Zweite, was wir nicht haben, ist der zweite Faktor, neben den UV-Strahlen, die Vitamin D bilden, und das ist Infrarot. Die Sonne ist ein Infrarotstrahler, und zwar massiv. Und auch das kriegen wir nicht mehr auf die Haut. Das heißt, wir sind eigentlich immer zu kalt. Denn Infrarot, das kennt jeder, der mal von der Infrarotlampe war oder in der Infrarotsauna sitzt, weiß, wie angenehm das ist, eine nachgemachte Sonnenstrahlung auf der Haut zu haben. Ja, da ist man sofort, ach, das tut gut, das wärmt an von innen. Und der dritte Faktor, den wir auch nicht haben, weil wir keinen Bodenkontakt mehr haben, wir brauchen ja Schuhe, sonst ist uns eiskalt hier und dann kriegen wir eine Erkältung. Wenn wir Schuhe anhaben, schneiden wir uns ab von der Erdoberfläche und damit kriegen wir keine sogenannten negativen Ionen in unseren Körper rein. Wir haben also drei Faktoren von der Umwelt, die wir in diesen Klimazonen, wo wir eigentlich hingehören, nämlich Zweistromland, Mesopotamien, Irak, Iran, Äthiopien, irgendwo in einem Umfeld, wo es immer warm ist. Drei Faktoren kriegen wir nicht. UV-Strahlen und damit Vitamin D, Infrarotstrahlen und damit Wärme im Körper und negative Ionen. Das sind drei lebensnotwendige Grundpfeiler unserer Gesundheit. Und die kriegen wir nicht mehr. Ja, dafür bekommen wir in jedem Drogeriemarkt Lichtschutzfaktoren dick draufgeschmiert, wenn wir in die Sonne fahren, um uns vor dem Sonnenlicht, das ja eigentlich etwas ist, was uns Leben spendet, zu schützen, weil wir es nicht vertragen. Wir haben ja das schon vorher genannt jetzt bei der Krebstherapie, Hyperthermie, also künstliches Fieber, künstliche Erwärmung von Körperteilen. Damit sind wir jetzt eigentlich schon in dem therapeutischen Bereich Ihres Buches, nämlich Sie setzen auf Infrarotbestrahlungen, weil die eben tief eindringen können in den Körper und das nicht vorhandene, die nicht vorhandene Infrarotenergie von der Sonne einfach ersetzen. Was haben Sie da für Erfahrungen damit? Also Infrarot ist, wie gesagt, eine essentielle Wärmestrahlung, die wir brauchen, die wir eigentlich haben sollten von der Sonne her. Und auch hier, wir müssen, wenn wir es eben nicht natürlicherweise bekommen,
müssen wir uns halt als Krücke oder als Ersatz zuführen. Optimal wäre es, wir würden wieder dorthin gehen, wo wir herkommen und würden dort leben. Aber ich kann niemandem verschreiben, ständig nach Gomera und Tunesien oder irgendwo dahin zu fahren. Ist auch gar nicht anzuraten. Das heißt, wir nehmen das als Ersatz rein. Und eins davon ist Infrarot. Meine Erfahrung damit mit Infrarot, auch persönlich, ist hervorragend und ist eine sehr, sehr angenehme Therapie, weil ich da drauf liege, schlafe, mir das zuführe. Und was hat es für Auswirkungen? Einmal, sobald ich mehr Wärme bekomme, bin ich sofort in diesem sogenannten entspannten parasympathischen Zustand. Das hat die ganzen Auswirkungen, die ich vorhin als negativ von der Anspannung gesagt habe, jetzt umgekehrt positiv. Das heißt für mich, meine Verdauung funktioniert besser. Meine Durchblutung funktioniert besser, weil die Gefäße aufmachen. Die ganze Energie wird angehoben. Mein Immunsystem arbeitet besser. Meine Gedanken arbeiten besser, weil ich besser versorgt werde mit Nährstoffen. Die Entgiftung ist besser, weil ich eine bessere Entgiftung und eine bessere Entsäuerung habe. Die Enzymleistung ist besser. Man sollte wissen, dass Enzyme, die wo in einem Körper, der nur ein Grad nach unten gerutscht ist, in die Hypothermie, ungefähr an die 40-50% der Enzymleistung verliere. Und Enzyme ist Vitalität. Enzyme heißt, das ist der Zündfunke des Lebens. Alles in uns sind enzymatische Vorgänge, die auf Enzyme aufbauen. Und wenn ich da schon möglicherweise über Fehlernährung und alles Mögliche nur noch 50-60% habe und dann nochmal davon 50% verliere, dann ende ich mit einem Drittel oder einem Viertel von dem, was ich haben sollte, um optimal arbeiten zu können. Die ganze Erholungsphase in der Nacht wird verbessert über Infrarot, weil ich in die Entspannung reingehe und der Körper regeneriert sich ja und repariert sich in der Nacht. Das heißt, ich brauche diese Phasen. Deswegen rate ich Menschen, auf diese infraroten Matten zu gehen und dort auch nachts zu liegen in einer Normaltemperatur. Das ist ja jetzt keine Hyperthermie. Niemand will schwitzen in der Nacht und es heiß haben, sondern es sollte angenehm sein. Und das kann man mit Infrarot, mit diesem Ersatz über Infrarot machen, Matten machen. Also Wärmegebrauch, wie man ein Nahrungsergänzungsmittel gebraucht. Man fügt sich einfach etwas, was die Umwelt nicht mehr imstande ist zu liefern, durch ein künstliches Verfahren zu. Also ich kann, mir wird es ganz warm um Herz, wenn ich Sie so reden höre, weil ich seit Jahren, ich habe mir schon vor Jahren so eine Ferninfrarot-Sauna, das ist übrigens keine Sauna hier, aber auch was sehr Tolles, gekauft. Und deswegen sitze ich auch jetzt hier im kurzärmeligen Hemd im Winter da, weil mir warm ist. Weil ich heute Morgen war ich eine halbe Stunde in der Sauna und nach Ihrem Buch hält es 8 Stunden, das kann ich aus vollem Halse unterstreichen. Es ist wirklich so, dass man dann einfach den ganzen Tag so ein wohliges Wärmegefühl spürt, sich viel agiler und motivierter fühlt. Alles, was Sie gesagt haben, kann ich wirklich voll bestätigen. Bei mir ist es sogar so, dass ich die Heizkosten bei mir habe senken können. Das ist, weil ich habe einfach den Thermostat um 5 Grad runtergedreht in meinem Büro, weil ich es nicht mehr so warm brauche, seit ich diese Sauna benutze. Ich habe natürlich den Luxus, dass ich die neben dem Schreibtisch stehen habe. Das ist wahrscheinlich, ich meine, Sie empfehlen jetzt diese Matten, wo man sich drauf legt. Warum halten Sie die für praktischer oder für besser? Also erstmal zu dem Phänomen, dass sich das ansammelt. Es gibt viele, das kenne ich immer wieder, von mir persönlich, aber auch höre ich immer wieder, Menschen, die so im Süden waren, die sind mit Sonne aufgetankt. Die kommen zurück und da sitzen wir schon hier im Biergarten oder irgendwo sitzen schon draußen mit der Jacke, da kommen die an im T-Shirt und sagen, ich bin immer noch voll mit der Südsonne.
Das hält an, das hält zum Teil für Tage an, bis es wieder sich abdämpft und ihr sagen, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt baue ich auch wieder meine Jacke. Und dasselbe Phänomen merke ich so von dem, ja, wenn ich da mal in der Sauna war oder auf der Matte war, das hält an für Stunden bis zu 8 Stunden. Die Empfehlung, warum ich auf die Infrarotmatten gekommen bin, warum ich die auch empfehle. Wenn ich meinen Patienten empfehle, sie sollten irgendwie eine Wärmeanwendung machen, ob das in die Sauna gehen ist oder ob das ein Fußbad ist oder irgendwelche anderen Wärmeanwendungen. Ausreichend wäre das für ein paar Stunden, mal so ein Fußbad zu machen. Aber wer kann schon zweimal am Tag oder dreimal am Tag ein Es ist Fußbad mit machen? Umstand verbunden. Die Zeit haben wir nicht. Ja. Und auch in die Sauna zu gehen, ich kenne einige, die sowas haben wie, ich gehe in die Sauna einmal in der Woche. Ja, dann ist man einmal in der Woche in der Sauna und hat sich auch die gekauft, aber das ist nicht ausreichend im Vergleich zu 8 Stunden Sonne am Tag. Und die Möglichkeit, die es da gibt über die Matten ist, ohne einen extra Zeitaufwand, ich schlafe drauf. Dann Ja, habe ich genau. eine Behandlung in Anführungsstrichen von 7 oder 8 Stunden, wie lange auch immer ich schlafe, in einer normal angenehmen Temperatur und stehe auf und bin schon in der Wärme und bin in der Regeneration wirklich und habe die Kraft. Das heißt, das zieht sich durch und ich habe keinen extra Aufwand. Ich muss nicht irgendwo hingehen, ich muss mich nicht behandeln lassen, ich muss auch nicht extra eine Ausgabe machen, nochmal irgendwo hinzugehen. Denn Menschen machen das nicht, das ist meine Erfahrung. Während wenn ich das im Bett liegen habe, dann stelle ich die halt an und dann gehe ich rein. Kein Aufwand, kein Zeitaufwand. Und es ist gemütlich und es ist angenehm. Und ich weiß, ich tue etwas Gutes für mich. Von daher gesehen ist das die optimale Lösung. Dem Kalten gibt es das Infrarot im Schlaf. Exakt. So kann man es wohl sagen. Aber was nimmt es denn auch noch weg? Sie schreiben ja auch darüber, dass man mit den Infrarotanwendungen auch die Entgiftungsleistung des Körpers erhöhen kann. Wie muss man sich das vorstellen? Also erstmal ist es so, in dem Moment, wo ein Körper in einer Entspannung ist, in einem Parasympathikus, dann kann ich besser loslassen. Das ist mal eins. Das heißt, die ganze Entgiftung, die Entschlackung, die Entsäuerung, die geht auf einer entspannten Grundlage viel, viel besser vonstatten. Auch Warum? weil einfach alles aufmacht, Weil die Gefäße dann die weiter Gefäße sind. aufmachen, die Poren aufmachen und so weiter. Die Gefäße versorgen uns ja mit Nährstoffen und entsorgen uns. Ja? Das heißt, Nährstoff und Sauerstoff geht in die Zelle, vermehrt in einem Gefäßsystem, was entspannt ist und damit die Durchblutung verbessert ist. Das Zweite ist, das Loslassen geht leichter. Auch da wiederum, weil die Lymphe und die Gefäße besser arbeiten können. Und das Dritte ist, wenn ich das nochmal hochstelle und eine vermehrte Hitze habe, geht natürlich auch viel über die Haut raus, so wie in der Sauna auch. Und diese Möglichkeit hat man auch bei diesen Infrarotmatten, wie auch in der Sauna, auch Infrarotsauna, dass es besser über die vermehrte Hitze im Körper besser ausleitet. Das kann man natürlich nochmal verstärken, indem man Stoffe zu sich nimmt, wie Chlorella oder Zeolit oder irgendwelche anderen Stoffe, die etwas binden, die eine Bindekraft haben und Giftstoffe binden und Säuren binden. Wie man sowieso sagen kann, dass jedes Medikament, ob das jetzt auch allopathisch ist, das heißt von der Medizin her, oder auch Naturheilmittel, zum Teil bis zu 3, 4, 5 Mal besser anschlagen, weil sie über die verbesserte Durchblutung auch dorthin kommen, wo sie hinkommen sollen. Zum Beispiel in die Leber oder in die Nieren oder ans Herz oder ins Gehirn. Das heißt, alles diese Stoffe, die ich aufnehme, die Substanzen, die ich aufnehme, werden verbessert, verwertet und damit habe ich eine verbesserte Wirkung. Gibt es durch die Wärmeanwendung dann auch einen höheren Trinkbedarf? Klar, also
Trinken ist hier notwendig, zuerst mal alleine, wenn ich daran denke, dass ich hier mehr schwitze und damit mehr Flüssigkeit ausscheide, brauche ich mehr zu trinken. Und da kommt natürlich der andere Faktor rein, der uns auch hier zusammengebracht hat, unter anderem, das ist das ionisierte basische Wasser. Und das hier mit reinzunehmen als ein Verstärkungsfaktor ist unglaublich gut. Ja, weil natürlich in der Entspannungsphase auch die Entsäuerung angeregt wird und dabei hilft natürlich ein basisches aktiviertes Wasser sehr stark beim Ausscheiden der Säuren. Also da sind wir ja eigentlich mit dem Trinken uns völlig einig geworden, dass das natürlich gut ist. Auch das ist ja im Prinzip ist es ja eine ähnliche Geschichte. Ne? Praktisch eine Substitution für etwas, was wir nicht mehr haben. Wir haben von negativen Ionen vorhin gesprochen, denen wir nicht mehr so ausgesetzt haben. Durch das Wasser aus einem Wasserionisierer kriegen wir ganz, ganz viele negative Ionen in unseren Körper rein. Und das ist im Prinzip eine kalorienfreie Energie, wenn man diesen absurden Ausdruck benutzen kann, den man da trinkt. Also übers Trinken sind wir uns einig, aber jetzt muss man natürlich auch fragen, um diese Untertemperatur zu bekämpfen. Da führen Sie in Ihrem Buch ja auch einige interessante fernöstliche Theorien dazu auf. Es gibt wärmebildende und wärmenehmende Nahrungsmittel. Können Sie uns da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Einer der Faktoren, warum wir ja auch kalt werden, ist auch die Nahrung. Die Nahrungsaufnahme von ersten sehr kalten Nahrungsmitteln, die aus dem Kühlschrank kommen, die dann als Joghurt, als Quark, als irgendwelche Nahrungsmittel, die wirklich eiskalt sind, die wir aufnehmen, die uns runterkühlen. Das ist mal eins. Dann gibt es aber einen zweiten Faktor da drin, das ist in jedem Lebensmittel innewohnende thermische Auswirkung. Und dazu gehören auf allen Grundnahrungsmitteln, ob das Fleisch, Fisch, Geflügel ist oder ob es Gemüse und Obst ist und so weiter, gibt es bestimmte thermische Eigenschaften. Man kann generell so sagen, dass die viele Früchte zum Beispiel, die im Süden wachsen, eher uns abkühlen, während Früchte, die mehr nördlich wachsen, eher uns wärmen. Da ist die Natur praktisch im Einklang mit dem, was wir hier brauchen. Jetzt sind Kirschen zum Beispiel etwas, was uns wärmt. Während Zitrusfrüchte, eine Orange, eine Grapefrucht, eine Zitrone und so weiter, die kühlen uns runter. Und von daher gesehen sollten wir da aufpassen, dass wir zum Beispiel nicht im Winter, wie es hier so gang und gäbe ist, im Winter immer die Orangen ankommen und die Mandarinen und die Grapefrucht, damit wir Vitamin C zu uns nehmen. Und dann wundern sich die Menschen, wenn sie zum Beispiel einen eisgekühlten Orangensaft trinken, der von der ganzen grundthermischen Eigenschaft schon abkühlend ist, dann kommt er noch aus dem Kühlschrank. Und dann ist er noch voll mit Konservierungsmitteln, die uns auch nochmal runterkühlen. Das heißt, das ist ein dreifacher Schlag sozusagen gegen den Wärmehaushalt und gegen das Immunsystem. Und das bisschen Vitamin C, was da noch übrig geblieben ist, kann das nicht mehr aufwiegen. Das wären so von den Lebensmitteln her. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel viele Fleischarten sind für uns wärmend. Zum Beispiel ein Lammfleisch, ein Huhn, daher kommt auch unter anderem die Hühnersuppe, die man bekommt bei Erkältungen. Ja. Das weiß jede Großmutter und jede Mutter, die was auf sich hält, weiß immer noch, das gehört dazu. Hühnersuppe wärmt uns an und das ist ein wichtiger Faktor. Während es andere Fischarten gibt zum Beispiel, die wiederum abkühlend sind. Und da muss man ein bisschen aufwählen, das ist alles in dem Buch, was ich geschrieben habe, beschrieben, kann man aber auch überall in den chinesischen Fachbüchern sehen. Da sind diese ganzen Listen aufgezählt.
Und dort sollte man sich halt eher in dem Bereich von neutral und wärmend bewegen, wenn einem zu kalt ist, als in den kühlenden oder ganz kalten Nahrungsmitteln. Jetzt haben wir vom Trinken und vom Essen gesprochen. Jetzt sollten wir natürlich nicht verschweigen, dass Bewegung natürlich auch etwas Wärmendes ist. Sich warm laufen, joggen und so weiter ist natürlich wichtig. Nur komischerweise jemand, der ständig kalte Füße hat und unterkühlt ist, ja, der mag das gar nicht so gern machen. Der ist irgendwie zu faul zum Sport. Ja, wenn man sagt, er ist zu faul, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Ein Teil der anderen Wahrheit ist, dass die Menschen schon energielos sind über zu wenig Wärme und von daher gesehen eigentlich gar keine Kraft mehr haben, sich wirklich zu bewegen. Jeder weiß das natürlich. Wenn mir kalt ist, mache ich so und wärme mich an über Bewegung und über Reibung. Das kennt jeder. Und jeder Sportler weiß, dass er sich anwärmen muss, wenn er eine gute Leistung bringen will. Aber dass die Leute faul sind, ist, wie gesagt, das ist eher am Ende. Jemand, der chronisch müde ist, kann sich nicht mehr bewegen. Er hat zu wenig Kraft, um überhaupt noch hier etwas, eine Betriebstemperatur schaffen zu können. Und von daher gesehen ist diese Faulheit zweischneidiges Schwert hier. Es ist natürlich anzuraten, sich immer wieder auch zu bewegen. Aber da würde ich sagen, da braucht es für viele erstmal eine Anwärmung, zum Beispiel über Infrarot, ja, um eine überhaupt in die Gänge zu kommen. Kennen ja auch viele, die sagen, ja, ohne meine Dusche Viertelstunde morgens ganz heiß komme ich gar nicht in die Puschen und kann gar nicht raus. Aber dann, bitteschön, wir sind Bewegungstypen und das gehört dazu. Also Bewegung, Wärme zu kreieren, ist etwas Notwendiges. Und so wie die meisten von uns sitzen wir ja inzwischen als Bedienpersonal für irgendwelche Computer und bewegen uns nicht mehr. Und diese halbe Stunde zweimal in der Woche zu joggen im Vergleich zu 100 Stunden sitzen ist minimal. Also da ist auch von unserer Lebensführung natürlich etwas uns abhanden gekommen. Und darauf aufmerksam zu machen ist wichtig. Sie haben mir vorhin gestanden, dass Sie normalerweise mit so einer Infrarot-Amethyst-Matte hier im Stuhl in Ihrer Praxis sitzen. Gut, die Kontraindikationen von Sport, die kennt jeder, von zu viel Essen auch. Gibt es für die Infrarot-Behandlungen Situationen, in denen man das nicht anwenden sollte? Es gibt schon spezielle Krankheiten, wo das nicht geht. Also da würde ich dann auch nochmal auf das Buch verweisen. Aber ansonsten ist es schon so, wenn eine Entzündung, wenn ein Fieber da ist, sollte man vorsichtig sein mit der Matte, vor allem bei den höheren Temperaturen. Aber es spricht nichts gegen eine Anwendung auf Normaltemperatur. Und das ist ja, das gibt es ja abgestufte Normaltemperatur, was verstehen Sie jetzt darunter? Das heißt einfach, dass ich hier eine Einstellung habe auf 35 Grad und das ist die Infrarotwärme, die dann rauskommt, wird als angenehm empfunden. Das wäre eigentlich nur eine Unterstützung meiner Normaltemperatur. Mhm. Da wird nichts passieren, aber natürlich, wenn ich ein Fieber habe mit 38, gehe ich nicht noch auf eine Matte. Da ist auch nicht angesagt, zum Beispiel in eine Sauna zu gehen. Aber ansonsten, sonst gibt es keine großen Gegenindikationen. Wie lange dauert so eine Behandlung? Eine Behandlung? Wie lange liegt man da drauf auf der Matte? Also Sie können unbegrenzt drauflegen. Wenn Sie nachts drauflegen und fühlen sich da wohl und das ist angenehm, dann kann das ruhig 7-8 Stunden sein. Ansonsten, wie ich das mache oder wie ich es bei vielen empfehle, das mal nachts zu machen, aber auch tagsüber durchaus mal für eine halbe Stunde oder so auf höheren Temperaturen drauf zu gehen, um sich richtig mal durchzuheizen und mal durchzupusten sozusagen. Und das kann man machen. Im Zusammenhang, so mache ich das gerne, mit Entspannung. Ich habe ja auch so Entspannungs-CDs, wo ich da drauf gehe, Kopfhörer auf und dann bin ich weg und habe eine Entspannungsphase und gleichzeitig eine Erholungsphase, weil die ganzen Muskeln, alles, die Gelenke, alles
entspannt und in eine Regeneration reinkommen. Ich danke Ihnen, Herr Karstedt, für dieses erwärmende Gespräch über Ihr neues Buch 37 Grad, die optimale Temperatur für die Gesundheit. Also, das gibt es inzwischen auch als Kindle, E-Book, es wird sogar ins Englische gerade übersetzt und können Sie noch Englisch lernen dabei, wenn Sie es so lesen. Und wer also jetzt wirklich noch zwei Paar Socken anziehen muss, muss ich sagen, der ist selber schuld. Vielen Dank.